Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 mit unserer WG. Gut, und erst einmal möchte ich jetzt bald die Hochzeit. Ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal. Heute treffe ich vielleicht schon so ein paar Vorbereitungen von Elena und Patrick planen. Aber erstmal muss Ellie ein paar Plasmafrüchte trinken. Also, du kannst direkt noch eine Plasmafrucht essen. Wir essen einfach mal ein bisschen was. Hannah macht sich erstmal einen Kaffee. Und ja, das ist ja schon mal an sich ganz gut. Also, bitte noch eine Plasmafrucht, damit du wirklich richtig satt bist. Ich wollte mit dir sowieso mal gucken. Anna, du bist ja sogar zu Hause. Ausschalten. Getränk zubereiten. Getränk zubereiten. Für Vegetarier geeignet. Ja, das ist an sich ganz schön. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie was. Vampir. Eisenhut. Okay, wir brauchen also Eisenhut. Nee, Sonnenwende-Cocktail. Knoblauch. Plasmafrucht und Knoblauch. Okay, dann würde ich mal sagen, probieren mal Knoblauch zu bestellen. Obwohl, ich weiß gar nicht, kann man Knoblauch einfach so bestellen? Vor allem wir als Vampir, ist das nicht ein bisschen schädlich? Bestellen. Knoblauch, wir können nur Knoblauchsamen kaufen. Ah. Na gut, dann müssen wir halt ein paar Knoblauchs anbauen. Weil ich hätte schon gern so einen Sonnenwende-Cocktail. Obwohl, so viel brauchen wir gar nicht. Da reicht noch erstmal zwei. Nur an sich schade, dass wir jetzt so kein Knoblauch. Habe ich den nicht schon mal irgendwie? Ne, das war nicht hier. Okay. So, Elena, es wäre nett, wenn du dir mal kurz hier draußen ein bisschen pflanzen gehen würdest. So, ich würde sagen, wir tun das einfach hier hin. Und du gehst dann mal pflanzen. 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 Und pflanzen. Was ist denn das hier? Ach so, Katzenminze, genau. Da war ja noch was. Gut, du kannst die Kleine ruhig mal ein bisschen streicheln. Und dann lassen wir sie mal unsere Liebe spüren. Das bringt immer noch mal ein paar Pünktchen. Ich wollte gerade mal gucken. Hier. Ach Quatsch, nicht dort. Das war. Hier war dieser Belohnung Kaltenstor. Ist da irgendwas, was wir uns holen könnten, vielleicht? Was ganz gut wäre? An sich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ja, gut, das bringt mir jetzt erstmal an sich nichts. Oh, Kumpel werden. Was denn Kumpel werden? Na. Sehr schön. Was steht denn jetzt da genau? Tierchen? Pixel? Kumpel sind treue Gefährten, die immer für einen da sind. Oh, wie süß. Bleib mir, Pixel. Pixel. So, Elena, du könntest das aber hier auch nochmal gleich ein bisschen bewässern gehen. Tut mir leid, dass ich dich vom Essen abhalte. Hatte ich für dich eigentlich schon, oder hatte ich für euch schon eigentlich Hochzeitsmo? Ja, hatte ich schon, okay. Sehr gut, habe ich alles schon gemacht. Dann kann es ja eigentlich fast so gut wie losgehen. Da müssen wir jetzt nur noch warten, dass es morgen ist und dass Patrick mehr oder weniger kommt. Okay, du hast jetzt aber Hunger und jetzt möchte ich dich wirklich nicht mehr vom Essen abhalten. Du kannst deine Donutbällchen essen gehen. So, was ist denn noch? Und drei Vampirkämpfe gewinnen. Ach so, gut.
Na gut, dann warten wir noch mal bis es ein bisschen dunkler ist. Und vielleicht laden wir noch mal unsere Gruppe so ein bisschen ein. Aber ich hätte jetzt gern, dass du so ein Konzert gibst. Das ist an sich, denke ich, ganz nett. Hannah sieht komplett müde aus. Sie ist auch komplett müde. Und sie könnte erstmal hoch ins Bad gehen. Dann könnte sie sich heute schon ein bisschen früher ins Bett legen. Sie hatte einen ziemlich stressigen Arbeitstag hinter sich. Aber warte mal, wir können ja auch mal eine erfrischende Dusche nehmen. Und danach kannst du schlafen gehen. Obwohl, du hast auch Hunger. Dann mach das erstmal danach. Nimmst du dir Reste und danach kannst du dann schlafen gehen. So, und was ist hier für ein komischer Balken, der schon wieder so ein bisschen verbuggt ist? Okay, irgendwas wahrscheinlich. So, Lied singen, Pop, Fest und mach einfach mal das. Sie singt schon richtig gut. So Leute, was ist los? Nehmt ihr euch denn wieder nichts zu essen? Was ist denn los? Hm? Katze, um die sich Ellie eigentlich gar nicht kümmern möchte. Ah, du kannst dir doch was zu essen nehmen. Es ist doch was da, Joey. Tu doch nicht so. So ein Pixel rufen wir auch gleich noch zum Essen. Ich denke, die Kleine hat auch Hunger. Was ist sie überhaupt? Ja, Pixel, essen, genau. Die Futternäpfe sind voll, ihr dürft euch doch nehmen. Okay, Lied singen, dann machen wir noch mal Chess und... Ella ist cool. Okay, dann mach das mal. Klingt schon wahnsinnig gut. Okay, anscheinend haben alle so einen kleinen verbuggten Fähigkeitsbalken. Gut, du gehst auch schlafen. Wie sieht es bei euch aus? Du müsstest dann auch mal auf die Toilette. Aha. So. Und dann kannst du dann auch schlafen gehen. Patrick ist noch gar nicht zu Hause. Bis wann arbeitet denn der Gute? Bis 22 Uhr, der Arme. Na gut, es passt. Morgen hätte er frei. Du hast an sich morgen auch frei. Deswegen machen wir das, denke ich mal, morgen. Du bleibst schön hier, Madame. Wir laden jetzt mal unsere Versammlung. Wir laden jetzt mal unsere Vampire ein und starten die Versammlung. Oh Gott, ey, das sieht so schrecklich aus als Vampir. Hey! Nee, du keine Aliennacht. Warte, ich möchte doch mit dir. Vampir. Beide Vampire tratschen. Sieht so ein bisschen kaputt aus im Gesicht. Mit den vielen Rissen und so. Gut, so viel müssen wir dann halt auch gar nicht vorbereiten, weil ich eigentlich schon so gut wie alles gemacht habe. Wir bieten einfach mal ein Vampirtraining an. Schaden kann uns das ja nicht.
Vielleicht lernen wir dadurch ja noch ein bisschen was oder kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Okay, Vampirkampf. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, Patrick. Du gehst schnell hier was futtern. Dann gehst du auf die Toilette und dann schnell duschen und dann darfst du auch noch mit schlafen gehen. Elena, du sollst doch schlafen gehen. Oh, jetzt liegt schon wieder ein Vampir in deinem Bett. Geh mal auf weg und danach darfst du dich hinlegen. Wieso geht denn da mal die Konfliktlösung runter? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich meine, sie üben ja nur ein bisschen so mit. Und ich meine, sie sind ja an sich auch wirklich sehr freundlich. Okay. Wir müssen unseren Ultivampir lesen, Großmeister der Vampire werden und weitere 20 Tage als Vampir überleben. Na gut, das werden wir wohl hinbekommen. Wieso seid ihr jetzt alle wach? Du, mein Kleiner. Du gehst hoch schlafen. Und, ich glaube das nicht. Elena, geh dir schon wieder was essen. Du gehst jetzt ihn hier mal aufwecken. Damit du dich dann dort schlafen legen kannst. So, schlafen. Jetzt kannst du schlafen gehen, komm. Und du gehst jetzt auch noch schlafen, oder? Ja, sehr schön. Gut, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Versammlung wieder beenden. Und Ellie, ich würde fast sagen, du liest oben dieses Vampirbuch noch ein bisschen. Lesen, hier, der ultimative Vampir. Damit ihr das beschrieben so langsam ein bisschen fertig bei dir bekommen. Das ist sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, leveln wir dadurch auch so ein bisschen hier unsere Vampirleistung? Das wäre natürlich sehr gut an sich. Ja. Oh, unsere Kleine will sich paaren, aber... Ja, meinetwegen können sie im Bett schlafen. Ist mir an sich egal. Okay, die Geschichte... Oder mein lieber Bier war einst vergänglich, aber er hielt durch einen Fluch das ewige Leben. Felix hat etwas seltsam unter seinem Bett entdeckt. Ohne Felix, kein Monster, bitte. Dann geht er in das Hand wecken. Was machst du jetzt? Du musst jetzt nicht den Rest der Familie aufwecken. Komm. Du gehst mal das Monster unter Bett einsprühen. Sei mal so freundlich. Und du guckst zu und siehst, was passiert, nämlich dass das Monster weggeht. Gut, schlafen willst du immer noch nicht, aber du kannst wieder schlafen gehen. Und wenn du mal auf Toilette musst, dann kannst du jetzt fix auf Toilette gehen. Die Geschichte, hier steht, dass die meisten Vampire kein Haus betreten können, ohne zuvor eingeladen worden zu sein. Ella sollte diese willkommene Fußmatte vielleicht nochmal überdenken. Wow. Wer sollte uns denn bitte nicht... Oh, wir haben 4 Kraftpunkte. Das heißt, wir können uns was Cooles Neues kaufen. Was sollte ich denn mir holen? Befehle waren ja an sich ganz nett, aber auch Lebensgeist manipulieren. Erhält die Macht, andere Sims Lebenskraft zu entziehen oder die Lebenskraft. Und das hier? Wenn die Beute zu schnell bewegt oder nicht aufhören will zu quatschen oder Ellie einen Sim erstarren lassen möchte, brauchst du einfach nur... Ja gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Befehle. Das klingt ja an sich erstmal ganz gut, deswegen... Kann ich ihn... Warte mal, das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Steh mal auf, ich würde das mal testen. Vampir, befehligen. Befehlen zum
zu sitzen, zu reparieren, zu putzen. Wir überfehlen hier mal zu putzen. Bleib mal bitte stehen. Ich weiß da nicht, wie viel man hier putzen muss, aber falls es zum Putzen gibt, dann gib putzen bitte. Hey, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich mag das. So, aber ich würde sagen, du gehst fix schlafen. Weil du doch ein bisschen müde bist und damit du ein bisschen Energie tankst, kannst du schlafen gehen. Und wieso schläft die Katze hier oben? Ja, genau. Und du kannst wieder zurück ins Bettchen gehen. Gut, aber an dieser Stelle würde ich mich jetzt erst einmal von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns dann zu einer nächsten Folge wieder. Hab bis dann eine wundervolle Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann würde ich sagen, ciao, ciao.